Wir haben hier den Schädel einer Giftschlange und zwar von einer Lanzenotter. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man so einen Schlangenschädel präpariert. Das alles beginnt jetzt natürlich mit dem vollständigen Tier. Also wir haben hier eine tote Lanzenotter. Und als allererstes werden wir jetzt hier die Haut vom Kopf entfernen. Das geht relativ einfach, wenn man ein scharfes Skalpell hat. Anschließend können wir noch die größten Gewebeteile einfach so wegschneiden. Und dann tun wir das Ganze in kochendes Wasser für etwa 30 bis 60 Minuten. Man muss hier immer wieder kontrollieren, weil wenn man das zu lang kocht, dann kann es passieren, dass diese Knochen vollständig auseinanderfallen und sich dann auch verformen und dann kann man keinen vernünftigen Schädel mehr zusammenfügen. Wenn man es hingegen zu wenig lang kocht, dann lässt sich das Gewebe nur sehr schwer vom Knochen lösen, also die Zeit sollte stimmen. Es ist jetzt 23 Uhr, also ich würde sagen, wir sehen uns später. So, wir haben das jetzt fertig gekocht und jetzt ist das Ganze bereit zum Servieren. Mahlzeit. Nein, Spaß, wir essen das nicht, wir präparieren es nur. Jetzt ist das Gewebe weich gekocht und wir können es sehr leicht vom Knochen lösen. Dazu ziehe ich mir jetzt keine Handschuhe mehr an, weil ich meine, das ist im Prinzip gekochtes Fleisch. Ja, sowas hat jeder von uns schon mal gegessen. Also wenn ihr ein Hühnchen mal hattet, Hühnchen sind auch mit Schlangen verwandt. Wenn wir das Gewebe dann entfernt haben, sieht das Ganze so aus. Jetzt haben wir hier natürlich ein paar einzelne Knochen, weil der Kieferapparat von so einer Viper, der ist extrem flexibel. Und diese Flexibilität verdankt er solchen bandhaften Verbindungen zwischen den Knochen. Und wenn man das Ganze jetzt kocht und wegmacht, ja, dann hat man halt gezwungenermaßen einzelne Knochen. Diese Knochen müssen wir jetzt noch bleichen und das machen wir mit Wasserstoffperoxid. Achtung, das Zeug ist ziemlich ätzend, das sollte nicht auf die Haut oder gar in die Augen gelangen. Und das Wasserstoffperoxid macht folgendes: erstens bleicht es die Knochen, dass sie so schön weiß werden und zweitens löst es verbliebenes weiches Gewebe auf. Das alles lassen wir jetzt über Nacht da drinnen, ja. Und morgen geht's dann weiter. Es ist jetzt 0.40 Uhr und ich bin ziemlich müde, also werde ich jetzt Feierabend lassen. Gute Nacht und bis morgen. So, guten Morgen liebe Zuschauer. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das hier ausschaut. Seht ihr, wie das heute schön weiß ist? Das macht eben das Wasserstoffperoxid. Das werden wir jetzt schrittweise noch mit Wasser waschen, damit wir das Wasserstoffperoxid vom Knochen wegbekommen, damit ich das Zeug auch anfassen kann, sonst wird auch meine Haut gebleicht und das wollen wir nicht. Jetzt sind immer noch winzige Gewebestücke auf den Knochen drauf. Die lassen sich aber mit einer elektrischen Zahnbürste und fließendem Wasser spielend leicht entfernen. Nachdem wir auch die restlichen Gewebestücke entfernt haben, haben wir dann letztendlich die fertigen Knochen. Jetzt müssen wir das alles noch ein bisschen trocknen lassen und dann können wir den Schädel zusammenfügen. Fürs Zusammenfügen habe ich hier so eine spezielle Halterung, wo ich dann die Pinzette angebracht habe. Das erleichtert mir die Arbeit ungemein. Während der Klebstoff trocknet, kann ich das Fundament von diesem Präparat machen. Dazu schneide ich einfach ein Stück Holz heraus, schleife es ein bisschen ab, mache ein Loch rein, stecke einen Draht rein und dann haben wir hier praktisch so eine Halterung für den Schlangenschädel und der Schlangenschädel, den stecke ich dann einfach auf den Draht drauf und fertig ist mein Schädelpräparat. Wenn dieses Video für euch interessant war, würde ich mich erstens über einen Daumen nach oben freuen und wenn euch Schlangen interessieren, schaut euch mal meine anderen Videos an. Ich habe da sehr viel mehr über Schlangen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren, das würde mich sehr freuen und ihr würdet zukünftig keine Videos mehr verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.